Nee. Warum? Nee. Rennen gemacht, überall gegengefahren. Die anderen Gegner sind bestimmt kaputt gelacht. Ja. Warte, was macht der denn da? Der fährt so wie auf einer Realität. Ja, nee, also ganz so schlimm fahre ich nicht. Noch nicht. Ich sag's, mach es, ich. Ich mach's aber gerne ab und zu meinen Kavalierstart, aber. Was war's immer. So, hier schon mal deine Küche. Ja. So. So, wo ist denn jetzt hier die Tine Wittler hin? Tine? Ja, frage ich mich auch. Tine! Die Wittler ist nicht da. Sie hat uns allein gelassen. Finde ich nicht von Tine Wittler nett. Ich finde es auch nicht. Nein, das ist nicht hin. Ne? Die Tine Wittler und so? Ja. Hat die nicht sogar ein Restaurant in Hamburg oder eine Kneipe? Nee. Doch, ich glaube ja, ne? Ich glaube ja. Rach hat eine Kneipe in Hamburg. Der Rach hat ja zwei Restaurants. Nee, Rach hat sein Restaurant in Hamburg zugemacht. Wer war das denn? So ein Jahr, anderthalb Jahre. Nee, ich glaube, Tini Wittler hat eine Raucherkneipe in Hamburg, glaube ich. Soweit ich weiß. Aha. Soweit ich weiß, ja. Dann brauchst du noch ein Scheißhaus, ne? Ja, wäre sinnvoll. Ja, nach dem Motto fragen manche Leute, hast du ein Klo? Nee, hier eine Schaufel, ja. Hier ein Garten. Das ist auch zu alt. Ja. Alte Witze brauchst du nicht erzählen, die kennt jeder. Bevor ich wieder Nachricht bekomme, also Witze kennst du nicht da. Dicker, die Witze kennst du nicht da. Ja. Erzähl dir mal aktuelle Witze. Mach mal Gronkh und Sarraza, super Homie. Ich wollte abhauen, die Katze, hast du gesehen? Digga, wie dreist das Viech ist. Hopp. Ja. Komm hierher. Komm. Steck dir jetzt wirklich in die Wand. Nee, doch nicht. Das war knapp. Beinahe hätten wir wieder auf Katzenjagd gehen müssen. Mach doch mal Gronkh und Sarraza. Ja. Ich muss gleich in die Bede gehen. Ja, Papa, die unter den Berg und so, ne? Ne? Ja, ich bin in die Bede. Oh mein Gott. Ja. Das ist eine Art Sofa, wenn nicht schlecht. Für heute schon mal. Ja, nee, ein Sofa. Ja, ich bin unter Lettenberg. Ich baue mir jetzt den Sofa hin. So, das ist schon mal der erste Abonnentenwunsch. Ich soll mal die Stimme von Udo Lettenberg nachmachen. Ja, also ich bin ja von Hamburg jetzt weggezogen. Ja, die sind alles so geldgeil da in Hamburg. Ich wohne jetzt in Berlin. Die Berliner sind überhaupt nicht geldgeil oder so. Also das sind voll die anderen Menschen da. Ja, gib mir den Stoff rüber. Ja. Ja. So. Ein Abonnentenwunsch hätte ich damals schon abgehakt. Die Stimme von Udo Lindenberg nachmachen. Du musst dich jetzt auch weghauen, leider, damit du den Fernseher hier hinbekommen kannst. Ja, das tut schon. Oder so ein Art Fernseher, kann man hier nur so darstellen, also. Richtigen Fernseher gibt es hier, glaube ich, nicht. Ja, aber ich glaube, gibt es auch eine Mod für, glaube ich. Okay. Soweit ich weiß. Wissen tue ich natürlich nicht, aber. Das Holz. Alles aus Holz hier. Gibt denn der alte Holzmichel noch? Holzmichel noch. Du bist aber auch wieder schlau hier, ne? So viele Bücher hier. Normal, ne? Nee, ist ein Ofen. Nee, das ist der Ofen, ne? Oder? Alles Medizinbücher, weißt du? Ja. Genau.
Nächsten Nachricht ist noch Nachrichten bekommen, irgendwo sag mal in Tobi Schall, ich hab so Aua im Arm. Sag mal, frag mal, was ist. Ja. Hab ich Aua im Arm. Muss zum Arzt gehen, weißt du? Zu Arzt gehen, 10 Euro Praxisgebühr. Naja, gibt's ja eigentlich heute nicht mehr. Ach ja, stimmt ja. Stimmt ja, die gibt's ja nicht mehr. Die haben sie ja abgeschafft. Ein Glück. Stimmt, die Tine Wittler Kneipe, die ist in der Julius-Leber-Straße. Hab ich doch gesagt. Ja. Hast du dem Papa mal wieder nicht geglaubt, wa? Ja, genau. Papa weiß alles. Naja. Was alles? Was? Meine Oma sagt, ich bin schlau. Das sagen alle Omas für ihren Enkeln. Und ich war beim DSDS-Casting und ich habe davor Dieter Bohlen geflogen und der meinte, ich kann nicht singen. Und dabei meine Oma meinte, sonst hat sie so toll, die hat sogar geweint. Wenn es Dieter Bohlen sagt, dann stimmt's auch. Meine Oma hat geweint, als sie mich singen gehört hat. Sie fand das ganz toll. Nee, es tat ihr in den Augen weh und in den Ohren weh, deswegen hat sie angefangen zu heulen. Der Bull, ich hasse dich. Du kannst selber nicht singen. Ich gehe zu Popstars. Popstars, ja. Ich gehe zu Voice. Ich gehe schon zu Voice, Digga. Zu The Voice. Dann gewinne ich. Dann gehe ich in Nena Team und dann in hier Sunrise Avenue Team. Und dann gewinne ich. Ich bin schon selig da. Ich heule nicht. Was könnt ihr hier ruhig zeigen? Boah, willst du ein Doppelbett haben, oder? Boah. Dass mein Ich hier kommt, wie genau. Bei Marius, ne? Muss. Genau. Standard. Das wäre auch nicht leicht. Ah, jetzt fange ich an zu übertreiben. Bevor ich wieder irgendwelche Kommentare von Abonnentinnen bekomme. Oh, was ist das denn für ein Schwein? Oder eine Ali Schwarzer oder. Ja, jetzt lass es lieber. Ich will kein Anwaltschwein von Ali Schwarzer bekommen. So. Da muss man sich ja teilweise das Kleiderschmied so vorstellen, ne? Ja. Ist halt Minecraft. Genau. Wir haben uns als Kind beim Lego-Spielen auch alle vorgestellt. Ja. Du brauchst noch ein Badezimmer, ne? Die Dusche und weiter. Ja. Hallo Buschi! Buschi, 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 Buschi. Und so weiter. Ja. So läuft es hier. Wie Janet. Treffen sich zwei Penisse, sagt der eine zu einem. Du hast schon gehört, die wollen Viagra absetzen. Sagt der eine zu einem. Absetzen? Hast schon gehört, die wollen Viagra absetzen. Okay. Die können uns noch nicht einfach hängen lassen. Nee, ich hab noch einen. Treffen sich ein Penis und ein Streichholz. Ja. Sagt der Streichholz, ich hab so schwer. Man zündet mich an und wartet, bis ich sterbe und verbrenne. Sagt der Penis im Streichholz noch gar nichts. Mich steckt man in ein tiefes, schwarzes Loch und warte, bis ich kotze. Ja. Das kenne ich auch schon. Ich meine, das ist uralte Witze, ich weiß. Hab ich alle von der Schule gehen, die Schule ist schuld. Ja. Die Schule ist schuld, die Schule ist schuld. Warum dürfen Beamte kein Viagra nehmen? Ja, es hört mit deinen Viagra-Witzen auf. Weil so ein zwei herumstehen. Was? Weil so ein zwei herumstehen. Ja, meine Leute, also das Niveau hätten wir wieder erreicht. Welches Niveau? Ja, welches Niveau? Hier hast du eine Badewanne, warte mal. Na, ist eine volle, das geht nicht, ne? Doch, gut.
Warte. Hä? Ja, wegen Wolle. Wie wegen Wolle? Das ist die Wolle, glaube ich, natürlich, ja, glaube ich. Ich weiß es nicht, aber besser ist. Ja. Yeah. Das ist die Badewanne. Scheiße, auf jeden Fall. Nein. Nein, aber fein. Wie nimmt man der Polizisten, die ihre Tage hat? Ja, Red Bull. Yep. Ja, ja. Der ist alt. Den kenne ich auch schon. Entschuldigung, ein bekannter österreichischer Fabrikant, der Energy Drinks herstellt. Na, schick dir Liebes-SMS. Lieber Tobi, als ich dich so sah am Straßenrand, wo war mir gleich klar, dass du die Richtige bist. Ja. Ich sah deine funkelnden Augen und ich wollte sie gleich näher betrachten. Ich wollte meine Hände in die Deine legen. Ist richtig. So, hier ist ein kleiner Geräteschuppen oder so ein Arbeitsraum. Ne? Ja. Ne? Warte. Was ist ein Arbeitsraum? Ne? Ein kleiner Kraftraum, hier so ein kleiner Muckiraum. Ja, ja. Nee, ist wirklich. Hallo, ich bin nicht niveaulos. Am besten, da fehlt nur Andreas kurz drin. Ja. So, willst du ein paar Bäumchen hier haben? Ach ja. Hat für welche? Bäume? Bäume? Eiche, Fichte, Birke, Trope. Birke, die können wir auch mal verbrennen, wenn die zu groß geworden ist. So, wo soll die hin? Ja. Auf dem Rasen, würde ich mal sagen. Ja. Hier so? Ja. Ein paar Blümchen, ein paar Rosen. Ja, können wir machen. Ist jemand nicht angeschnallt oder was? Ist er vor. So. Hier ist denn. Hört sich an, als wenn jemand nicht angeschnallt ist. Welche Musik nervt dich? Jetzt kennst du dieses mexikanische Radio bei GTA 5? Ja. Ja. Erst mal, ich dachte, irgendwie geht beim Monster Feuermeldern oder sowas. So, wie soll deine Terrasse werden? Ja. Was ist Material? Auch sieht sie ja doof aus. Sandstein. Ja. Gemeißelter Sandstein, brüchiger Sandstein, glatter Sandstein. Gold. Das sieht aber poppers aus. Ja. Diamant. Sandstein. Ja. Sandstein, ja. Glatter Sandstein, gemeißelter Sandstein oder irgendwie so richtig. Oder? Sind das 7 Sandstein? Oder bin ich jetzt falsch? Egal, glatter Sandstein, gemeißelter Sandstein oder Sandstein. Normaler Sandstein. Der nächste Bruder. Boah. Da haben wir Elefant hier, Daniel. Nein, ich schneide es nicht raus, damit ihr alle jede kleine Einzelheit hier hören tun könnt. Naja, ist aber so, ist ja November. Da darf man eigentlich nicht sein, weißt du. November, Dezember, und dann. Na, jetzt krieg ich noch einen Anwalt, schreibt von Rolf Sikorski. Ja, genau. Auch wie viel schon bekommen, Rolf Sikorski, Ali Schwarzer, von den Linken, Ja. Yeah. Ich glaube, ich krieg jetzt die nächste Anwaltsschreiben davon ab. Ich werde damit überflutet werden. Eine sinnflutartige Welle von Mahnungen und Anzeigen. Ja. Yeah. Also ich verstehe, dass ich beide.
So, irgendwie einen kleinen Teich oder sowas. Oh. Lässt sich einrichten. Schon wieder cool, ne? Weißt du? Ja, man könnte man theoretisch auch machen. Hat der Marius oben auf dem Dach bei sich machen lassen. Oder ja. Oder ich ihn. Oder. Naja. Du weißt, was ich meine. Ja. Für korrekt und so. Ich hab aber wissen, wer der Aslak ist. Aslak? Aslak. Papus wissen, wer Aslak ist und so. Ahmed, Nachmed. Ich juck das gerade. Ich will nicht wissen, wo. Warte, wo hab ich das? Achso, wo kann man so schön ein Schild verwenden? Bin ich jetzt doof oder was? Die Frage war überflüssig. Ja, die musst du auch nicht beantworten. Ein Hecke, willst du eine Hecke haben? Hecke ja. Ist doof, oder? Ja. Wenn du eine Hecke möchtest, dann. Muss nur sein. Muss nicht sein. Ich ist. Ich zähle ganz gut. Wo muss denn die Frösche? Ja, die gibt's hier, glaube ich, leider nicht. Was? Doch neckischer aus, oder nicht? Ja. Leckig. Was hat er eine Katze denn eigentlich hier? Hat die zu viel Kaffee getrunken, oder was? Anscheinend. So. Wo können wir noch einen Pool hinklatschen? Wo geht das denn noch? Auf dem Dach. Ja, wäre noch machbar. Und, das ist sogar Holz. Das ist super. Das ist super, ist das. Warte mal, das hier. Da, dann, da, dann. Gibt es eine Stufe der Farbe? Warte. Ja, gibt es. Das ist sehr schön. Hier bin ich schon vorbei. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Was? Ja, lass dich überraschen. Lass dich überraschen. Habe ich auch ein paar Holz gebraucht, so eine Holzleiste, das ist hier entweder das Netz am Schluss oder was. Okay. Kann ich natürlich auch wieder abmachen, wenn es nicht gefällt, ist ja kein Problem. Kann halt so aussehen. Nee, muss ich sagen. Ach, dann mache ich weg. Dann nicht. Ist okay, dann nicht. Nein, ich rede jetzt nicht mehr mit dir, nein. So. Ich hoffe, diesmal brauchst du nicht wie so ewig lang zum Hochladen. Das war letztes Mal wirklich tödlich. Ja, zum Wort. Also zum Hochladen jetzt. So, sehr. Nochmal. Ja. Streng dich an, Fabian. Es ist alles okay. Nee, aber zum Bearbeiten des Videos ist, glaube ich, letztes Mal fast 2 Stunden gebraucht. Okay. Und die einzelnen Hochladen auch mal fast 1 Stunde. Ja, schön. Ja. Einmal sogar fast 3 Stunden ein Video hochladen. Aber ich glaube, das war auch, weil gerade diese YouTube-Awards, glaube ich, gerade da waren. Aber ich glaube, da waren die Server halt einfach. Was überlastet. War? Diese YouTube Awards. Okay. Ja, okay. Das so, hier ist mein Pool. Ich würde vorschlagen, dreh ich mal um. Ja. Andere Richtung umdrehen.
Hier oben, dass du da oben nochmal schützen musst. Den Zaun? Nee, so Art die Steine und die schmalen Steine. Die schmalzige Steine? Oder Holz? Nee, genau, die hier. Ziegel. Ja, genau. Jo. Mogli. Damit du mal ein bisschen besoffen bist, dann nicht runterfällst. Genau. So. Wenn ich noch mit Weiber drin sitze, mit Champagner. Ja. Soll ich noch einen Kühlschrank hinbauen? Ja, warum nicht? Tja. Gibt zwar nicht direkt einen Kühlschrank, aber. Mit viel Vorstellungskraft. Ja, warte. Plattenspieler, Truhe. So. Der ruft mich jetzt schon wieder an, ey. Schalt mal den Vibrator aus, Alter. Ich kann leider nicht rangehen, so. Das ist hier dein Kühlschrank. So. Bist du zufrieden? Ja. Oder willst du irgendwas gebaut haben? Oder auch eine Fahne oder sowas? Eine Flagge? Ne, brauche ich nicht. Ja, dann sind wir, glaube ich, auch fertig soweit, ne? Ja, denke ich auch mal. Tja, meine lieben Freunde, ich bedanke mich dann wie immer recht herzlich fürs Einschalten, für ein Like und Abonnenten und so weiter. Würde ich mich natürlich freuen. Folge mich auf Twitter, Instagram, StudiVZ. Facebook. Facebook, Twitter, Instagram, StudiVZ, SchülerVZ. Ciao, was gibt es noch für soziale Netzwerke? Egal. Auf jeden Fall bedanke ich mich. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.